links Gyakutsuki, rechts Gyakutsuki, links vor Gyakutsuki, rechts vor Gyakutsuki. Kata Kihon. Eins. Jawe. Also so hole ich aus. Und jetzt linkes Bein rüber und rechts Gyakutsuki. Wenn ich nach links gehe, mache ich mit rechts Gyakutsuki und Yame. Gehe ich nach rechts, macht der linke Arm Gyakutsuki und Yame. Gehe ich jetzt links vor Gyakutsuki. Jawohl, da muss die rechte Faust natürlich wieder. Und Yame. Und jetzt rechts vor muss die linke Faust. Und Kata Kihon stehen lassen, die Faust. Gell? Und Yame. Und nochmal. Kata Kihon mit Gyakutsuki links vor, rechts vor. Hajime. Eins. Yame. Zwei. Yame. Drei. Yame. Vier. Yame. Und hier nochmal, ich guck. So. Hajime. Yame, Yame. Das sieht ein bisschen bei manch einem aus, als wenn er Oizugi Gyakutsugi macht. Leute, sieht aus so von hier Oizugi Gyakutsugi. Nee, einfach hopp. Wir sehen ja da, zack. Hopp, aber mit dem Schritt mache ich das schon. Mit dem Schritt und mit dem Boden aufsetzen kommt er. Und mit dem Schritt, peng. Mit, halt verkehrt rum. Mit, peng. Mit, peng. So, nochmal. Hajime. Und die Faust steht da. Bleibt einen kurzen Augenblick. Nee, ja, nee, Lutz. Immer wieder Yame machen. Immer nach jeder. Immer wieder Yame machen. Yame. So, schau doch her. Okay. Eins. Yame. Zwei. Yame. Links vor. Mit rechts. Yame. Und. Yame. Das andere machen wir gleich noch, wenn wir dazu kommen. Hajime. Lutz war ja gut, so haben wir ja auch schon gemacht, gell? Also bei Frauenselbstverteidigung habe ich den auch gezeigt. Am besten ist, dem Gegner so die Hand vors Gesicht und dann draufhauen, gell? Ist er abgelenkt und sieht nichts mehr. Das könnte ich jetzt ja hier auch machen. So, Hand, peng, Hand, peng. Hand, peng. Hand, peng. Und Yame. So, der Lutz hat es gerade gemacht.
Jetzt ohne Yamee, nach links, nach rechts, nach vorne. Aber nur drei, links, rechts, vorne, gell? Hajime. Nach links, nach rechts, jetzt gleich nach rechts, gleich ohne Yamee, gleich nach rechts. Und gleich nach vorne. Und Yamee. Der erste ist klar, gell? Der erste ist ja klar. Hopp. Und jetzt mache ich eine Wendung. Eine ganz normale Wendung. Hinterer Fuß rüber und rums. Und jetzt gehe ich mit dem linken hinteren Bein nach vorne. Zack. Und Yamee. Nee. Wir machen so. Achtung. Wir müssen ein bisschen vorne wegen der Wendung nach hinten. Gell? So, Achtung. Eins. Und das ist mein Schwungarm mit hier. Zwei. Und mein Schwungarm mit. Drei. Und jetzt noch einen Schritt vor. Mit Yabutsubi und dann Yamee. Und wieder ein Stück zurück. So, Hajime. Nochmal, Hajime. Yamee. Also ihr Lieben, wann kommt der Fauststoß? Wenn der Fuß auf dem Boden sitzt, oder? Wenn der Fuß auf dem Boden sitzt. Wenn der Fuß auf dem Boden sitzt. Wenn der Fuß auf den Boden sitzt. Und jetzt geht los. Achtung, da habe ich ja mit dem Rübersitzen. Da ist der Fuß ja in der Luft. Bei mit der Ausholbewegung. Aber in dem Moment, in dem der Fuß abgesetzt wird, kommt er schon. Und jetzt genauso. Achtung, mit der Wendung. Der Fuß ist in der Luft, der ist in der Luft, der ist in der Luft. Und jetzt absetzen. Mit dem Absetzen. Und hier mit dem Absetzen. Und jetzt müsst ihr den letzten, Achtung, schräg. Erstmal abdrehen. Jetzt muss ich abdrehen. Und jetzt wieder mit dem Aufsetzen eindrehen. Und dann Yamee. So, jetzt will ich das sehen. Schön. Lasst euch Zeit. Lasst euch Zeit. Fühlt euren Körper. Fühlt euren Körper. Fuß hoch und peng. Jawohl. Fuß hoch und peng. Und jetzt Drehung. Drehung und peng. Jawohl. Mit dem Boden. Wenn der Fuß auf den Boden kommt, kommt auch die Technik. Fuß kommt runter, peng. Stopp, ja. Schaut her. Der Fuß geht nach unten. Und die Faust, die geht los. Und theoretisch, wenn der Fuß auf den Boden kommt, dann steht die Faust schon vorne, gell? Damit man Standsicherheit hat. So, und nochmal. Ja, warte, ich mach einen, dann macht ihr einen. Ich mach einen. So, Achtung, nicht so weit hinten. Und jetzt geht los. Mit dem Bein rüber. Peng. Oh, jetzt hat mich vom eigenen Schwung umgehaut. Mit dem Fuß jetzt auf dem Boden. Peng. Und mit dem Fuß auf dem Boden. Peng. Und jetzt vorgehen, abdrehen. Schräg, schräg, schräg. Schräg, das ist der Streckarm, der streckt mich, der Streckarm streckt mich, strecken und peng und Yamee, das war ein Oizuki gerade, jetzt seid ihr dran, ich habe einen vorgemacht, genauso will ich das sehen jetzt. Jawohl, Otto hat's drauf. Otto, super. Doppelfinger, Doppeldaumen. Otto hat's drauf, super.
Den Schwung müsst ihr fühlen, den Schwung müsst ihr fühlen. Und mit dem Boden. Runter auf den Boden mit dem Fuß. Peng, jawohl. Ich mache einen, ihr macht einen. So, ich mache einen, ihr. Seht ihr mich in groß? Seht ihr mich gut? Seht ihr alles? Ha, gut. Und Achtung. Und ich übertreibe jetzt mit dem Fußheben, gell? Ist klar. Normal geht das so. Der letzte, der ist das Schwierigste mit dem Schritt nach vorne, mit dem Abdrehen. Mit dem Abdrehen. Ach so, und Yame. Und ihr seid dran. Hajime. Ihr müsst fühlen, fühlen den Schwung, die Kraft, die Energie. Hajime. Odo hat's drauf. Jawohl, Georg. Jetzt Georg hat's auch drauf. Und Lutz hat's auch drauf bis jetzt. Lutz, was machst du? Jetzt kommt der Schritt. Jetzt kommt der Schritt, da gehe ich auf die linke Seite da. Okay. Nein, geradeaus vor. So. Nochmal, Hajime. So. Jetzt kommt noch eins vor und jetzt noch einen Schritt nach vorne. Einen Schritt. Ah! Ja, mit Georg zugehen, Lutz. Den letzten, den meine ich. Das ist der Schwierigste. Was? Wir machen einmal locker bis zu diesem Schritt. Achtung, links, rechts, eine nach vorne. So, jetzt stehen wir alle links vor mit der rechten Faust. Und jetzt ist das mein Streckarm. Der dreht mich jetzt rum. Und schau mal, wie ich dann stehe. So, Knie zusammen und fast in die Hocke runter. Und jetzt geht der Fuß schräg rüber. Er geht rüber und ping! Und mit der ganzen Drehung kriege ich den da hin. Okay, Hajime, nochmal. Hajime. Bei Georg flutscht, bei Udo flutscht wie verrückt, du. Der macht gleich so. Udo macht Spaß, bei Udo flutscht, der hat schon zwei. Hajime, und jetzt loslegen. Und lass es fließen, wie ein Bächlein. Peng, peng, peng. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jawohl, super, Georg. Und lass es flutschen. 1, 2, 3, 4. Jawohl, lass es flutschen. Und nochmal. 1, 2, 3, 4. Sebastian, stell dir vor, du bist in der Kneipe und musst vier Leute umhauen. Links, rechts, vorne, zack, batsch, 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 müssen die liegen. Jawohl, und zack, und noch einen vor. Jawohl. Links, rechts, sie müssen umfallen, alle. Super. Das muss wieder plätschern wie ein Bächlein, gell? 1, 2, 3, 4. Fließend ineinander übergehen. Und Yummy. Mit den